Geht ab YouTube, ich bin's, euer 66 Flake. Heute mal wieder mit einem neuen Deck-Profile. Das Deck ähnelt sehr meinem letzten Bild, den ich gespielt habe. Bloß ist diesmal keine Fane-Engine drin. Es ist wieder ein Deck, was auf XYZ-Beschwörungen, vor allem Rang 5 und Rang 4, ausgelegt ist in diesem Fall. Rang 3 natürlich über die Tourguides. Und habe dann mal ein paar neue Karten aus Order of Chaos integriert, um die mal zocken zu können. Ja, schauen wir uns mal das Deck an. Ein BLS, ein Gors, ein Kaius. Den Kaius spiele ich random einmal, weil halt zweimal der lila stachelige Drache drin ist und zweimal Cyberdrache. Wenn da nicht der passende Aufziehkollege am Start ist, um eine Rang 5 Exi zu machen, kann ich mit dem Kaius diese Kollegen auch sehr gut verwenden, um Opferungsmaterial ganz einfach zu haben. Ja, zweimal lila stachliger Drache, neu in Order of Chaos erschienen, muss mal getestet werden. Level 5, von daher im gegnerischen Zug beschworen und nächste Runde ein Aufziehsoldat oder ein Hund nebengelegt für den Rang 5 Exit. Cyberdrachen Standard, dann dreimal der Soldat in diesem Bild. Habe mich auch dafür entschieden, eine Rota für die drei Soldaten reinzunehmen. Denn ich spiele jetzt auch drei Instant Fusion, will einfach ganz sicher die Chance haben, jeden Zug meinen Rang 5 Exit zu haben. Zweimal der Hund, zweimal Summon Monk nach wie vor, um Roach rauszukriegen, ein Sangan, Engine des Grauens, Standard, in dem Bild dann auch mal 3 Rai-O. Warum? Weil es Rai-O ist. Und hier meine zwei neuen Karten vom Sneak Preview, einmal der Aufzieh-High. Habe ich auf jeden Fall Interesse noch an mehreren, weil ich sage mal, er ist ja, sage ich mal, das Vorzeigemonster für diesen Bild. Ich kann mit ihm einen Rang 3, Rang 4 und Rang 5 Exit machen. Einfach göttlich die Karte. Auf die Ratte, gut, ist jetzt in der Combo, kommt sie viel besser rüber, aber hat mir halt eine rangetauscht und deswegen mal in dem Deck noch integriert. Drago, um auf alle möglichen Ränge zu kommen. Tja, und das ist soweit das Monster-Lineup. Und kommen wir mal noch zu den Zauber- und Fallenkarten. Ganz aggressiv, 3 Instant Fusion. Rang 5 Exit, jeden Zug. 2 MSTs und Heavy, um freie Bahn zu machen. 2 Pot of Duality, für ein bisschen Konstanz. Die Rota, um dann schnell den Soldaten am Start zu haben. Reborn, Topf der Trägheit, um die Exits wieder benutzen zu können. Ein Dark Hole, eine Mind Control. Und Fallen-Lineup ist ganz einfach. The Solemn Brigade und eine Mirror Force. Jo, das ist mein neues, naja, nennen wir es mal Chaos XYZ Deck mit hohen Wind-Up-Anteil. Möchte euch jetzt mal noch das Extra Deck zeigen. Infinite Sheldon, ein Bryonek und ein Katastor. Wirklich nur zwei Synchro-Monster, kein Empfänger im Deck. Aber Mind Control und Wiedergeburt, von daher wenigstens die beiden. Zen Mayo ist jetzt noch eine Proxy, warte auf meinen echten, den ich für 22 Euro ersteigert habe auf eBay. Ein Tiras, ein Atreus, eine Roach, Utopia, Leviathan, Levier, Gigabrillant, Terrorbite und für die Instant Fusions ganz einfach zweimal Level 5, einmal Level 4, einmal Level 3. Der Musician King, Ojama Ritter, Dunkler Feuerdrache und Charubin. Jo, so schaut's aus. Danke euch, dass ihr euch das Video angeguckt habt, YouTube. Bleibt wie immer dran, 666 Flake.